So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke Ei, die neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Mein Stuhl ist kaputt, habe ich gestern gezeigt. Ich sitze jetzt auf dem Ersatzstuhl, bis der neue Stuhl kommt. Was ist da passiert? Zu schwer? Die Finger, mit denen sie gewählt haben, sind zu fett. Alles klar, wir haben die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, den Schocker der Woche. Und diesmal wusste ich wirklich gar nicht, was ich für den Schocker der Woche nehmen soll. Ich habe dann einfach den genommen, der selber gesagt hat, für den Schocker der Woche. Und dann habe ich das halt einfach genommen. Das werdet ihr aber am Ende sehen. Angefangen hat die Woche hier. Kaiser Kai hat mir das Ticket für den Forschungstag unter Strom geschenkt. Dankeschön nochmal dafür, Kaiser Kai. Da gab es ja auch Shiny aus der Forschung. Video gab es auch. Kann man sich alles nachgucken, wie ich es komplett verkackt habe, weil ich nicht wusste, dass es noch eine zweite Seite gibt und die erste einfach nur im Video dann abholen wollte, im Ausbeutevideo. Und dadurch, naja, egal. Ging ja eh nur um die Spinne dann, aber die habe ich ja eh einmal als Shiny bekommen. Hätte ich nicht gebraucht. Ist eh nur so zum Fun. Dann danke an Hubi Michi, denn der hat mir das Wunderticket geschenkt, was jetzt die nächsten 3 Monate zählt. Ich heute noch den Rest von der ersten Seite, von der ersten Forschung, also von der dritten Seite von der ersten Forschung, abgeholt habe. Da wird es die Woche auch noch das Video dazu geben. Hubi Michi, Dankeschön. Dann bin ich mit Flex Glücksfreund geworden, haben auch schon getauscht. Borki hat bemerkt, dass bei dem Gera-Vlog im Imbiss, wo wir den Döner gegessen haben, da einfach ein 100% Jalga im Fangscreen war in der Urform. Zu dem Zeitpunkt, wir haben den Raid gemacht, ich habe einfach nur kurz gezeigt, guck, wir wollen jetzt hier essen, da haben wir gerade einen Raid gemacht. Ich kannte die IV nicht. Irgendwann später ist mir aufgefallen, dass ich ein 100%iges im Beutel hatte und gefangen hatte. Ich wusste gar nicht wo. Dank Borki weiß ich jetzt, dass es da einfach bei dem Dönermann war. Dann habe ich meine 1000 Mega-Entwicklungen voll. Ich habe bei den meisten Mega-Raids, die kamen, einen Community-Raid gemacht, sodass ich 250 Energie hatte, 200 verbraucht habe für die Mega-Entwicklung im Video. Und alle paar Tage, wenn es dann möglich war, den kostenlos Mega zu entwickeln, habe ich das immer gemacht. Es gibt ja den schönen Suchbegriff, kann die Mega-Entwicklung durchführen. Also das ist schon vorgefertigt. Und da habe ich jeden Abend, wenn ich im Bett liege und Geschenke gemacht habe, da drauf gedrückt und habe alles, was da angezeigt wurde, einfach mega entwickelt, sodass ich jetzt ohne viele Mega-Raids zu machen, trotzdem schon 1000 Mal die Mega-Entwicklungen durchführen konnte, immer mit dem bisschen Energie, was da eben frei war auf dem Free-to-Play-Account, ohne groß was reinzucashen. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Baumlieber. Der hat auch gleichzeitig, weil das ist ja der Account vom Lennart, reingeschickt. Der hat ja Shiny Cresselia abgegriffen am 28.02. Dex-Eintrag Shiny Krypto Raikou in Shiny als allerersten Raid und Dex-Eintrag mitgenommen. Das hätte schon was für Schocker der Woche sein können, habe ich aber nicht gemacht. Back to the Roots, bin wieder Team Geld. Glückwunsch, welcome home, würde ich das sagen. Shiny Magnet hier mitgenommen, dann nochmal Oha Shiny Laxo mitgenommen, vor allem mit 1337. Niemals pushen, lass den so 1337. Die Leute geiern darum, wer hat Elite-Pokémon? 1337, du kannst zeigen, du hast ein Shiny Relaxo. Das ist so genial, das Pokémon an sich und dann mit dieser Zahlenkombination. Shiny vom Quest Day auf Lennart, 1 von 3. Lauter Iguana sehen wir hier, Pikachu auch dabei, Fritzelbits, WhatsApp und Lampi. Dann hier ganz viele Elezeba, WhatsApp, dann zeigt uns der Monolog Bulldog sucht oder Bulldog sucht, ne? Statt Bauer sucht Frau, jetzt Bulldog sucht Dennis mit einem 5er-Pack Yia Yang, was mit der Black Korean Bean Sauce ist und auch das 5er-Pack Käse und er hat dieses Milchgetränk. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter und gesunder Einkauf, obwohl die Bulldog-Nudeln ja gar nicht gesund sind, weil die ja frittiert sind. Soll mal einer sagen, Samyang ist nicht kochen. Man kann da auf jeden Fall viele tolle Sachen draus machen. Das sieht auch richtig gut aus, wie er sich das hier zubereitet hat. Das ist Dennis Kitchen, jetzt neu. Kann sich der Ramses in der Kitchen mal was abschneiden? Borki, congratulations! Du hast eine Medaille bekommen und zwar 10.000 Mal bei einer Yentik beschweren. Passend dazu, das Pummeluff auf dem Ding ist ganz witzig. MacMackie hier. Sneeble, Shiny Kaburiki, Shiny Taubsi, Shiny Raikou Krypto, Shiny Gladiandri, Shiny 98er.
Fritzel, Blitz, Shiny, Lampi, Shiny, Lampi, Shiny, Kaboriki, Shiny, Pikachu, Shiny, neu seit gestern mit der Kapitänsmütze oder dem Fliegerhut Sören. Meine Highlights vom Wochenende und endlich Fritzel in Shiny, Fritzel und Kapu, Shiny mitgenommen, Genaya aus der Feldforschung, ein Shiny Absol. Ganz vergessen, das gab es in Gera auch noch, Shiny Kling Plim, wo man das Shiny fast gar nicht erkennt. Das will sie zu Best Buddy machen, um zu gucken, wo der Aufkleber hinkommt oder wie, weil das Ding ist ja nur so klein. Dann Shiny Magunior aus der Feldforschung, 100% Kaumalat, richtig fett. Dann hat sie noch zumindest die drei, hatte kaum Zeit gehabt zu spielen, WhatsApp, Flambi, Pikachu, auch also vom Forschungstag. Letchi hat hier 100% Pandir. Das ist ein Ding, das habe ich auf dem Main-Account nie besessen. Fand ich aber immer cool, habe ich immer gesucht, habe ich nie gehabt. Und auch hier Shiny Kling Plim, was halt wirklich relativ neu und selten ist. Also jeder mit dem Shiny Kling Plim. Alles wird gut. So, was haben wir noch für Raid am Mittwoch? Der hat ja einen Shiny Evoli gehabt, hat das gefangen. Und das hat sich dann einfach in Zoroa verwandelt, normal. Das kann ärgerlich sein, wenn jemand keinen Shiny Evoli hat und sich sagt, boah, Shiny Evoli, geil, ich muss noch ein paar andere Formen entwickeln. Nein, Zoroa, nicht Shiny, was ist das? Also das gibt es auch, das kann auch funktionieren. Dann Johannes, kann ich empfehlen, gibt's beim Penny zurzeit Taste of Asia Krabbenchips mit Chili-Geschmack. Wir waren heute im Penny. Ich habe nebenbei immer versucht, ein bisschen Sachen abzuscreenen. Dann sehe ich dieses Bild und kurz danach beim Penny laufe ich an dem Ständer vorbei mit den Taste of Asia Krabbenchips. Die gab es in pur und in Chili-Geschmack. Aber Pupsi, ist das eh nicht. Ich habe so viele andere Sachen da hier, dass ich für den privaten Gebrauch die jetzt nicht unbedingt brauche. Und zum Testen ist es jetzt nichts Besonderes. Krabbenchips gibt es ja trotzdem überall. Chili-Geschmack kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass sie so extrem scharf sind bestimmt angenehm, lecker, fluffig, weich, aber knusprig auch gleichzeitig. Deswegen, ja, mit Lipton-Eistee in der Kombination und einer Sriracha-Soße. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Danke für dieses Bild. Ihr seht, hier kommen immer mehr Essensbilder rein. Kaiser Kai auf dem Cutter-Account. Bisasam und Cresselia. Bisasam mit Mütze. Beides natürlich shiny. Dann der große Kaiser Kai auch nach 40 Raids. Endlich das Shiny mitgenommen. Ausbeute vom Quest Day. Kaiser Kai hat hier ein Raikou in Shiny mit Krypto. Und ansonsten haben wir hier Lampi, 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 WhatsApp, WhatsApp, Alkit, Minun, alles mitgenommen. War im dritten Raid, seitdem der wieder da ist, finde die Shinies von den allen ziemlich cool. Gestern habe ich auch mal wieder einen Kaboriki in der Raid-Gruppe gehostet. Ich habe ja 2 Raid-Pässe jeden Tag, also ihr auch die ganze Season über. Hab gestern einen Pikachu gemacht, einen Henry zuliebe und einen Kaboriki, weil ich jeden Tag einen Kaboriki jetzt machen möchte. Einfach so, weil das halt viele Erfahrungspunkte gibt und Bonbons und ansonsten irgendwas Sinnloses noch. Bei mir gestern auch Shiny Kaboriki reingekommen. Ich habe nachgeguckt, auch im dritten Raid. Ich habe 3 gehabt. Kaboriki Shiny. War wild bei meinem Hauptaccount, hat der Go Plus es vermasselt. Ein wildes Rihonyor. In 100%. Und dann kommt das Go Plus und lässt das fliehen. Aber der Kleine hat es mitgenommen. Das ist eigentlich auch krass. Das Drassler war random in der Wildnis. Kada, Lambi, Drassler, Shiny. Quest Day war nicht schlecht, das ist Tiso. Ele Zeba, Fritzel, Blitz, WhatsApp, Flampion. Ich finde immer noch die Limette am besten, also die Spinne. Auch nicht schlecht, dreimal Platz 1 mit Zekrom. Ich finde das ja eigentlich trotzdem kacke, aber habe ich euch schon gesagt, ich mag lieber also Showcases, wo ein laufendes Event ist und bestimmte Pokémon im Event sind und man die fangen muss, aktiv, frisch und dann da reinsetzen kann. Und nicht, wir machen einfach Typ Elektro und wenn du noch ein altes Legendäres hast von vor 3 Jahren, was seitdem nicht mehr in den Raids war, dann setzt das einfach rein, dann hast du auf jeden Fall gewonnen gegen den, die jetzt aktiv gerade spielen. Bei mir war zufälligerweise auch 2x Zekrom auf Platz 1 und 1x Voltolos, weil ich insgesamt nur 2 Zekrom habe. Deswegen haben 2x Zekrom drin gesessen und 1x Voltolos. War aber auch der einzigste im Showcase, deswegen Platz 1. So, 2799 Punkte. Ihr seht ja, wie hoch die kommen. So hohe Punkte hatte ich auch noch nicht, ja. Ist halt immer die Größe und auch die IV und das Level und irgendwie, ich glaube, alles spielt da eine Rolle mit rein.
Dann Yamao hat uns gezeigt, auch hier 105 Showcases schon gewonnen, sich auch das Professoren Pikachu abgeholt, auch mit 387, ist ja gefühlt bei jedem so gewesen. Zapdos Annika hier, 100er Tornupto am 14.01., das ist aber ein bisschen spät, oder? Und dann hier noch ein paar Shinies, die letztgefangenen Bronzel-Slimer. Rest lassen wir so stehen. Schwarzer Voldoball fällt auf. Benjamin, Krypto-Raikou im Duo ohne Edelsteine benutzt, geschafft, plus aktiven Teamplay-Bonus. Die Attacke war Donnerblitz, beim normalen Wetter war auch schon sonnig. Ich weiß jetzt nicht, da Brodo Groudon ja auch Wetterboost für Boden erzeugt, ob der Wetterboost da doppelt gezählt wird. Hat auf jeden Fall 26 Sekunden übrig, der probiert ja immer alles im Duo oder Solo oder anders. Gibt's immer so Experten und er ist einer davon. Seid ihr auch Experten? Schreibt's mir in die Kommentare. Hannes, 100% Panfla mitgenommen, Passau, Bayern, ne? Cumulus, Shiny Krypuk, tolles Shiny, bei diesem Hintergrund, mit diesem Himmel, sehr schönes Bild eigentlich. Adoma Sun, Yorklev, Cumulus, Pikachu, also Shiny, Cumulus, Caradonis, Shiny, Kigli, Shiny, Didene, Shiny, Yorklev, Shiny, Henry, Waumboll, Shiny, Kaburiki Shiny im zweiten Raid. 4 aus dem Ticket von Fritzel Blitz. Er hat Fritzel Blitz genommen. Ich, wie gesagt, hätte WhatsApp genommen. 4 Stück da aus dem Ticket heraus. Fertig, Schlurp, WhatsApp eben auch dabei. Balu zeigt uns dann hier, der hat letztens vergessen, was reinzuschicken. Hat jetzt heute mehr. Schneebedeck Shiny, Panflam Shiny, Pikachu Shiny, sogar 2-mal. Skungapu Shiny, auch recht neu, kaum erlaubt. Shiny, nochmal Pikachu Shiny mit dem anderen Halstuch auf dem Kopf. Baldorfisch Shiny, Hisui aus der Feldforschung, auch neu. Voldoball Shiny, ja. Selfe, 100%. In der befristeten Forschung bei der Sino-Globalen Tour im Team mit Aliton und Klaus Peter. Grüße gehen raus an Klaus Peter. Mein Stiefpapa hieß auch Klaus, aber nicht Peter, ne? Grüße an Klaus Peter an der Stelle. So, dann hat er hier noch Waldbronn, genau, Schalellos, 100%, Palkia, Shiny, Magnetilo, Shiny, Sneebel, Shiny, Laura, die Feuerwehrfrau, auch Shiny, Fritzel, Blitz. Das war's mit den Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, der übrigens hier auch auf dem Sofa liegt. Den kann ich euch vielleicht dann gleich noch zeigen. So, wenn ihr wollt. Nein, der kommt von Julian. Aber nicht der Julian, den ihr kennt, der Eisenstein, sondern einfach Julian, wo ich nicht weiß, wer es ist. Aber er schreibt 100% Shiny aus einem Random-Tausch für den Schocker der Woche. Ich wusste, wie gesagt, nicht, was ich für den Schocker der Woche nehmen soll. Deswegen Schocker der Woche, Julian. Aber um was geht's jetzt? Was ist denn hier ein 100% Shiny? Wir sehen das Togekiss und ihr seht es auch. Durch Tauscherhalten von Tiberian 9 hat er hier ein Shiny Togekiss bekommen. Und obwohl die keine Glücksfreunde waren und es auch kein Glückstausch war, es auch nicht glücklich geworden ist, kann ja auch ohne Glückstausch und ohne Glücksfreund glücklich werden. Beim Tauschen ist es aber nicht. Ist das hier ein 100%iges Shiny geworden? Völlig random, aus dem Nichts. Das ist dieser Moment, dieses Feeling, mega überraschend und richtig genial. Deswegen, das fand ich cool. Und generell, da ist auch Palkia und die Jalga oben dabei, beide mit 100%. Das sieht auch einfach richtig nett aus. 2 Monster, die ich hatte. Das wären die 2 in den Urformen, die ich jetzt versuche, auf dem Habanero zu bekommen. Weil ich ja immer nicht weiß, was ich mit meinen Glücksfreunden mache. Jetzt weiß ich, ich nehme Ur-Palkia, bis das 100er da ist. Das ist jetzt ein kleines Ziel, was ich mir gesetzt habe, damit ich beide Urformen als 100er habe, da ich ja 2 100er Ur die Jalga bekommen habe in der Gera, im Sinotour Gera. Und dann ist dieses Duo theoretisch dann voll. Ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt guckt nochmal hier, wenn wir hier rüberlaufen. Jetzt muss ich mal draufdrücken. So, wir laufen hier rüber. Oh, oh, wer ist denn da? Wer hat denn da geguckt? Der mit schwarzem Gummimund. Adi! Adi, Schatz, alles Gute. Beruhig dich. Genieß das schöne Wetter, ne? Und das Sofa und alles andere. Die Molly Filmanett, die ist immer so eingebildet. Es geht um dich und deine Wurst. Schön putzen, genau. Tschüss.